So, ich habe mal ein bisschen an den Einstellungen gearbeitet, weil ich glaube, niemand braucht das Cover des Songs so groß und dafür wäre es vielleicht sinnvoller, wenn man den Namen die ganze Zeit lesen könnte. Und damit starten wir mit See You Space Cowboy, Red Wine and Discontent. Die Woche ist wieder absolut wilder Scheiß rausgekommen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er das spielt gerade. Netter Shuffle. Warum hat er sich die ganze Zeit ins Gesicht geschlagen? Ich muss sagen, für Mathcore ist es relativ tame, was gespielt wird. Nevermind. Warum sieht man ihn immer irgendwo rumhängen, irgendwo hintreten, sich selbst schlagen, Spin-Kicks machen? Selbst die Gitarristen machen Spin-Kicks, what the fuck? Das ist doch aber gerade geloopt. Einige Szenen davon habe ich schon gesehen. Ist bestimmt schon zwei oder dreimal durchgelaufen und mir ist es nicht aufgefallen. Alter. Alter, ist das böse. Geil, wie offen der Part eigentlich ist. Bam, bam. Bam, bam. Ich finde diese Funktion bei YouTube echt ätzend. Okay, der Song war noch nicht so krass, wie ich erwartet habe, aber ich glaube, das ändert sich noch mit dem, was heute so dran ist. Ich finde es schon ein bisschen krass, dass das Video nur 2 Minuten lang ist. Okay. Okay. Ich wusste nicht, dass er auch screamen kann, by the way. Aber ich sehe relativ wenige Hornissen für das Lied.
Alter, aber der Part pumpt übelst. Und der Blastbeat pumpt auch. Alter. Wieso sind die denn so wütend? Das ist ein Build-Up, oder? Jetzt kommt ein Breakdown. Bitte mach keinen Breakdown. Ich glaube, damit sind sie jetzt so ziemlich zu meiner Lieblingsband geworden. Okay, ich versuche bei dem Lied nicht zu lachen. Auch wenn das Video wieder abfuck sein wird und die Remixes abfuck sein werden. Warum lieben die ihre AI-Videos so? Ich hoffe, dass es AI ist. Wieso fesselt der Ratte ins Auge? Master Shredder. Only discipline, loyalty. Oh, ich hasse Spinnen. Woher kannte ich das Riff? Die Baseline ist von irgendwas. Otto, sag das mal. Schreib das mal. War das Mormonen mit einer Schildkröte? Was war das? Mach das doch nicht. Das Bein ist abgegangen. Das ist doch Shredder, oder? Ist es nicht dieses verlassene Testgebäude in Japan? Die haben irgendwo eine Insel. Da wurden, glaube ich, Menschenexperimente durchgeführt.
Die Insel wurde aber komplett irgendwann verlassen. Without honor. Das war deeply unsettling für mich. Okay, das ist nur ein Visualizer. Aber ich will es echt gerne hören, weil die Band eigentlich ziemlich ballert. Und jetzt haben sie doch das Tempo runtergenommen. Ich finde es witzig, dass aus Dillinger Escape Plan und Every Time I Die zwei Bands entstanden sind. Und keine davon ist ein würdigerer Nachfolger für Dillinger Escape Plan und Every Time I Die als Greyhaven, die gar nichts damit zu tun haben. Gitarre aber auch einfach stehen geblieben ist und der Bass durchgeballert hat. Ich sollte nicht so am Tisch wackeln. Alter. Alter. Das ist schon das Ende. Nicht so ganz. Kommt das einfach schon eine halbe Minute vorher oder was? Wait. Ach, hier ist eine ganze EP rausgekommen. The More You Know. So, zwei Songs kommen noch. Ich weiß, auf den wird Harry nicht so gewartet haben, aber auf den nächsten. Auf den nächsten wartet Harry. Auf die Reaction. Bei dem Anfang habe ich ein bisschen das Gefühl, dass er von modernen Bands. Was witzig ist, weil Architects ja eigentlich auch keine so krass alte Band sind. Aber da haben sie auf alle Fälle von neueren Bands ein bisschen was gelernt. Was ich ganz cool finde, wenn man sich eingesteht, dass Musik sich entwickelt, und man da vielleicht auch ein bisschen mitnehmen kann. Alter.
Warum habe ich so ein Bring Me the Horizon Vibe? Bring Me the Horizon Vibe. Ich musste noch mal gucken, dass es wirklich, dass es nicht ein Feature ist oder so. Ich habe mir gerade ein bisschen den Mund gekotzt. Das ist doch ein Bring Me the Horizon Song. Also sorry, aber das kann mir keiner sagen. Das ist einfach ein... Den Bring Me the Horizon haben einen Song geschrieben, haben sich gedacht, ach nee, der kommt nicht so geil auf dem neuen Album und haben gesagt, Architects, habt ihr Bock, den Song zu releasen? Wir brauchen den nicht. Und jetzt? Los, Balken! Ach Gott, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das war überraschend. So, ich weiß. Harry hat sehr hart darauf gewartet. Mal sehen. Ich glaube, keine Band verinnerlicht Pistcore so hart. Und keiner der Songs ist über 3 Minuten lang, oder? Ihr könnt doch nicht Breakdown an Breakdown an Breakdown machen. Keiner in dieser Band muss sich in irgendeiner Form musikalisch anstrengen. Aber es ist so roh und sauer. Jetzt ist mein Puls ein bisschen hoch. Miau, miau, Alter, ich krieg nicht mehr das hin. Miau, 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 ciao, Kakao.